So, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums und herzlich willkommen heute zu einem neuen Wi-Fi-Battle. Ich habe jemanden heute zum Nachkommentieren eingeladen. Es ist der liebe Eve, den habe ich auch verlinkt. Hallo, lieber Eve. Hallo, Leute. So, wir haben uns den Kampf gegen Paco ausgesucht. Wir hatten ja ein paar noch zur Verfügung gehabt, wo wir jetzt hier nachkommentieren hätten können. Du hast dich hier für Paco entschieden. Darf ich fragen, warum du dich jetzt für Paco entschieden hast? Ich fand den Namen cool. Du fandst den Namen cool. Nein, okay. Nicht nur wegen dem Namen, aus dem einfachen Grunde schon, weil da, ich sag mal, Sengo dabei ist. Ein saugeiles Pokémon. Ich mag das total gerne vom Design her. Und ja, und hallo, wohin genau ist auch dabei. Das ist einfach, Es ist saugeil. Aber guck mal, ich habe auch wieder hammerharte Pokémon dabei. Ne? Ja, also, das finde ich, bei dir ist es ja so Standard, aber das ist Style, was da bei Paco ja, zu sehen gut, ist. Ja, also wohin genau ist echt gefährlich, vor allen Dingen wegen Wegesperre, ne? Weil ich dann nicht mehr auswechseln kann. Kann das Teil nicht Abgesang sogar? Abgangsbunt kann es. Abgangsbunt. Das ist ja dann, wenn du es besiegst, im Prinzip, dass du dann auch K.O. gehst mit, zusammen mit Voin, genau. Kann so gut Safe-Mon rausnehmen einfach, ne? So, sollen wir dann mal anfangen und gucken, wie ich geleadet habe? Ja. Ich würde jetzt wissen, was du leadest, weil man das sehen kann, aber gut. Das Klausen habe ich genommen. X-Bart steht bei dir auf der ersten Seite, das heißt, das sieht man ja, wenn du es im Kampf locker hast. Ja, guck mal, er hat Fusilka eingesetzt. Ja. Also? Verhöhner, keine Tarnung, ja, easy. Ja, das war... Bester Move schon mal, also war richtig gut, aber der Sturzzug reicht nicht aus, ne? Nein, aber ich will ja die Robustheit wegkriegen. Ja, stimmt, das ist ja gut. Ja, hätte aber auch eine Catbin ausgetan, ne? Ja, aber das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, weil jetzt kriege ich einen Volt-Switch, aber bei was ein Glück bin ich defensiver. Ja, weil wenn hättest du jetzt, wie gesagt, die Catwalk gemacht, wärst du rausgezwitcht und hättest du auf deinen Elevoltec gehen können. Ja, oder Donphan wäre sogar noch besser gewesen, hätte der Switch gar nicht erst stattgefunden. Elevoltec auch nicht, wenn du es mit Starthilfe spielst. Ja, da hätte es auch nicht passiert, aber ich habe nicht mehr an Voltwechsel gedacht. Und hier kommt ein Turn, wo ich nicht so gut gemacht habe. Taboga, so im Shiny Mega sieht ja schon irgendwie so wie ein Zeiger drin aus, ne? Voll stylisch, ja. Ne? Aber jetzt kommt Orkan. Und warum bleibst du drin? Ja, richtig, warum bleib ich drin? Warum bleib ich drin? Warum gehst du jetzt für die Kehrtwende? Das war zu spät! Hä? Das, ich hätte rauswechseln müssen an der Stelle. Ja, eigentlich schon, das ja. Du hast es jetzt fast. So, jetzt habe ich mich gerettet hier an der Stelle mit Aerodactyl, weil Taubos kann gegen Aerodactyl nichts machen. Nee, eigentlich fast gar nichts. Also besonders da es Krallenwucht ja hat, wenn du es spielst, ist mega? Ja, das ist mega. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, der wird jetzt auf Dings zurückrufen, auf sein Fusilka wieder, um Aerodactyl hier zu ärgern. Dann habe ich dementsprechend Feuerzahn eingesetzt, aber es hat nicht geklappt. Wäre auf jeden Fall ein richtig guter Play gewesen. Aber immerhin, wo ihn genau brennt. Boah. Aber ja, 20%, kann man ne? Noch haben. Aber ja, trotzdem. 20%. Jetzt kommt auch noch der Steinkante-Volltreffer am besten. Nee, dazu hat es nicht mehr gereicht. Aber ich konnte ja auch nicht mehr auswechseln. Du weißt ja, Wegesperre, ne? Das ja, heißt, ja. Konter. Verabschieden wir uns einmal von Aerodactyl. Sehr, ja. Bitter. Wo ihn genau ist, einfach Spiegel Cash, Konter und dann einfach nur mit Abgangsgrund. Es kann fast immer zwei Mons rausnehmen. Es ist so bitter einfach. Ja, okay, ein X-Bad rein, ja. Ha, geil. Das ist ein guter Play. Hast wahrscheinlich jetzt das Konter predicted, ne? Ja, oder natürlich. Ja. Richtig guter Play. So kannst du halt dein X-Bad wieder hochheilen. Ist auf jeden Fall ein guter Play gewesen. Ja, und wo genau nimmt halt durch die Verbrennung jedes Mal Schaden. Also. Genau. Ich kann also sogar nochmal Ruheort einsetzen. Genau, kannst halt für den zweiten Move gehen, gehst halt, kriegst du einen neuen Volllauf wieder. Passt eigentlich. Der kann dir nichts machen. Der will jetzt halt, dass ich angreife auf jeden Fall. Ich würde nicht angreifen. Ich würde in der letzten Runde auch nochmal für einen Ruheort gehen, weil es würde eh sterben in der nächsten Runde. Weißt du, was ich in der letzten Runde gemacht habe? Das ist nämlich besser. Ach, Verhöhner, nice. Da kannst du nämlich gar nichts mehr einsetzen. Ja, und das wäre jetzt gefährlich geworden, weil Zugabe hätte ich dann nur noch Ruheort einsetzen können. Dann hätte ich ihn zwar rausrufen müssen. Ja. Okay, stimmt. So. Ja. Jetzt kommt wieder das Tauboss rein. Wir haben ja gesehen, du tankst einen Orkan. Ja, aber jetzt diesmal rufe ich zurück. Diesmal rufe ich zurück auf Logis. Ja, das ist schon besser. Komplett speziell, ja. Ne? Komplett speziell defensiv. Das wird man aber auch sehen. Es zieht aber trotzdem viel ab. Es ist immer noch ein Step-Orkan von Taurus. Ja, es ist halt immer noch ein Step-Orkan, ne?
Aber trotzdem, das reicht nicht, um Florges hier zu Tuit KO'en. Deswegen muss er jetzt zurück. Er hätte aber noch auf Kehrtwende gehen können, hätte er das noch gehabt, ne? Deswegen ja, hätte er noch so ein bisschen Chip-Damage gedrückt. Komm, mein Florges, ekelig. Ja, natürlich. Denkst du, ich mach's ihm einfach? Nein, aber... Nein. Ekelig, ekelig. Aber ich, okay, das Set ist für Florges ist es echt top. Überreste, Wunschtraum, Aromakur hat es ist einfach wirklich... Aber guck mal, wie lächerlich wenig Mondgewalt auf Togekiss abzieht. Ne? Dass ich jetzt hier noch Spitzangriff-Drop kriege, ist natürlich super. Aber leider kriege ich auch Donnerwelle ab. Aber es ist eigentlich viel bei plus 1. Ich glaube, es trifft doch nur normal nicht, sondern nicht effektiv, ne? Es ist doch nicht effektiv, die Mondgewalt auf Togekiss. Nee, normal effektiv haben wir ja gerade. So. Oh, ein Paraflincher. Ja, Edelmutheit, kennen wir, ne? Aber es, guck mal, es zieht, wenn du jetzt nach Überreste gehst, zieht es 3 KP ab, wieso er uns da mit 500 Flinches vielleicht besiegen kann. Der Wechsel halt, war gut. Der Wechsel, aber er hat ein Problem an dem Wechsel, den wirst du auch gleich sehen. Rat mal was. Du spielst Flammenwurf drauf. Nein, kein Flammenwurf. Aber du wirst gleich sehen, was das Problem an Fossilka ist. Ja, Fossilka kann dir was machen, aber ich wüsste ja, jetzt nicht, was du... Ja, mit welcher Attacke? Mit Gyroball. Ja, jetzt geht Eve ein Lichtlein auf. Ich bin paralysiert. Stimmt. Das heißt, die Initiative fällt um 50%. Ja, das bringt ihn nicht viel. Und du kannst dich eigentlich im Prinzip komplett in Ruhe hochkommen einigen. Ja. Und weil du dich locker gegenhalten kannst gegen so einen Gyroball, weil du ja... Ah, Mann. Er hat sich im Prinzip selbst rausgenommen, Janische. Guck mal, wie wenig das abzieht. Das ist ein sehr effektiver Gyroball von einem Fossilka. Ich meine, ohne die Paralyse hat es bestimmt das Vierfache abgezogen. Ja. Dann wärst du hier wahrscheinlich auf jeden Fall in der nächsten Runde raus. Und du hättest rauswechseln müssen, auf jeden Fall. Ja. Weil Florges ist ja speziell defensiv. Guck mal, Gyroball. Los! Das macht einfach sowas so gar keinen Sinn. Das macht nichts. Aber wenn du mit Überrest jetzt rechnest, hast du das fast wie bei Luftschnitt. Ich glaube, 2-3 KP dann? Aber vielleicht ein bisschen mehr. Naja, ich glaube, wir sind schon plus 4, ne? Ja, ich glaube, 4 oder 3 hast du jetzt innen drinne. Aber ich glaube, eine Mondgewalt müsste jetzt eigentlich auch schon relativ guten Damage machen. Fossilka ist in der speziellen Defensive ja nicht sehr gut. Ja, trotzdem ist es halt resistent, ne? Aber er ruft zurück. Er kann mit Fossilka wirklich nichts machen. Er hat sein bestes Pokémon dagegen geopfert, muss ich sagen. Sein bestes. Das war Sengo, auf jeden Fall. Sengo hätte er safe reinbringen müssen. Ja, also er hat Sengo super leichtsinnig verspielt, muss man sagen. Ja. Weil er hätte hier natürlich sich hier mit Toxic Orb, glaube ich, vergiften können, ne? Das kann, glaube ich, Gift waren, ne? Und das hat, glaube ich, wenn ich richtig liege, die stärkste Step-Fassade drauf. Ja. So wenn hat er es leider sehr leichtsinnig verspielt, aber er hat Glück und kriegt mit Orkan hier noch die Verwirrung hin. Para-Verwirrung und jetzt bringt am besten wieder in Togekiss gehen und flinchen. Aber das geht ja auch nicht lange gut, weil die Verwirrung ja... Er kann jetzt eigentlich nur noch auf einen Quid hoffen mit Taubos, das würde nämlich reichen hier an der Stelle. Aber ich bin nicht mehr verwirrt. Okay, der Wunschtraum. Also ich spiele jetzt hier super safe einfach nur noch runter, ja, weil was anderes bleibt mir in dieser Situation nicht übrig. Weil hätte ich jetzt keinen Wunschtraum gemacht, hätte Volltreffer gelandet, weißt du, es wäre dann ziemlich knapp geworden, aber so kann ich hier einfach Mondgewalt drücken. Taubos verabschiedet sich ins Nirvana. Ja, aber es ist richtig gut, weil er, wie gesagt, durch die Para... Er hat durch die Para sich selbst den besten Zug verspielt. Er hat sich wirklich selbst den Zug verspielt. Ich hätte es wahrscheinlich auch erst gemacht. Ich wäre da im Nachhinein gar nicht drauf gekommen. Ich hätte im Nachhinein auch gedacht, oh. Ja, Mist. Da kommt Ränkeschmied, ne? Weil ich kann mich noch ein bisschen gegenboosten. Ich bin ja schon plus 5 oder so, ne? Also... Ja, aber trotzdem, Togekiss darfst du auch nicht unterschätzen. Es ist schneller als du. Luftschnitt kann dich flinchen. Ne? Und, Er setzt Flammenwurf klugerweise ein. Ja, aber... Und er hat einen Live-Orb. Ja, dann wird die Mondgewalt. Ach, das ist Zorak, meinst du jetzt? Ja. Ja. Ein Volltreffer. Ich verwechsel das so oft, ne? Gott, wie peinlich, ey. Mann, ich hab das gerade echt nicht geschenkt, ey.
Aber die Tarnung war, anno für sich gut, weil Togekiss kann auch Flammenwurf lernen und auch Ränkeschmied lernen. Also die Tarnung war super, ja, das muss man ihm lassen. Ich habe letztens das Airman gehabt, wo ich Zwickun sehen hatte bei mir im Kampf und dann hat das Ränkeschmied gemacht. Ja. Also je mehr Attacken von Zorak auf dem gegnerischen Pokémon übereinstimmen, desto besser ist die Tarnung eigentlich, ja? Also ja. Die Tarnung war sehr, sehr gut, weil Togekiss kann Flammenwurf, Togekiss kann Ränkeschmied. Leider ist Floris viel zu stark im Moment. Aber ich hab's echt nicht geschickt. So ja, klar. Ich meine, die Tarnung war ja auch gut. Die Tarnung war ja auch wirklich gut gewesen. Das muss man im fairer Weise lassen. So, ja. Und jetzt hast du nur noch halt gegen Fostelka. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ja, ist nur Fostelka, ne? Plus 5, pass auf. Ein KP, ohne Witz jetzt? Ja, natürlich. Das ist typischer PTTV-Style, ja? Also, wenn's reichen würde, kriege ich natürlich Min-Damage, ja? Ja. Und am besten jetzt in der nächsten Runde nochmal so die Para. Ja, genau, die Para! Ich mir nur so gesagt, Alter, lass es doch einfach enden. Lass es doch jetzt einfach enden, was will Fostelka hier noch machen? Explosion. Ja, es könnte sich noch in die Luft jagen. Hätte ich, glaube ich, gemacht an meiner Stelle und hätte wahrscheinlich so ein Quit. Aber man sieht die Verzweiflung an den Moves, ne? Also. Ja. Auf jeden Fall trotzdem guter Play. Also mit Zorak habe ich gar nicht gemerkt. Fand ich richtig gut geplayed. Also. Ja, das war ja auch nice, weil vor allen Dingen, wie gesagt, je mehr Attacken bei Zorak mit dem Pokémon, was getarnt ist, übereinstimmen, desto schwieriger ist die Tarnung zu enttarnen. Ich meine, Ränkeschmied ist super, ja, kann sich wirklich genauso gut um das Togekiss handeln. Es sei denn natürlich, man hat alle Moves von Togekiss schon aufgedeckt. Ja, ja, aber ich fand das jetzt, wie gesagt, nicht schlecht getarnt. Obwohl es hätte wahrscheinlich dir auch auffallen müssen, weil Togekiss ja schon Damage bekommen hat. Aber mir fällt das auch viel zu selten auf, Leute. Und es ist echt also gut geplayt mit Zorak. Also, der beste Play von Paco fand ich eigentlich war, wohin genau gegen Aerodactyl reinzurufen, ja. Also, es war Pech vor allen Dingen, dass er halt den Burn-Up bekommen hat. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, X-Bat hat hier sehr, sehr leichtes Spiel vor allen Dingen mit dem Verhöhne gegenüber von wohin genau gehabt. Ja. Weil was hätte wohin genau nach Verhöhner einsetzen können, lieber Eve, sag es uns. Kann es nicht nur Trash-Fegel? Nein. Was kann es denn sonst für eine Attacke? Bodyguard, es hat Zugabe, Konter, ja, Spiegelgeb, Abgangsbund, Platsche. Ja, aber es hat doch keine physische Attacke. Richtig, dann hätte es nämlich nach Verhöhner was eingesetzt? Verzweifler. Bing, 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 Jackpot. Ich meine ja, weil ich denke gerade, es hat eigentlich keine physische Attacke. Ja, also er hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann zurückrufen müssen. Wäre für mich dann auch sehr einfach zu predikten gewesen, hätte hier auf Sturzflug oder nochmal Verhöhne drücken können, ja. Also das wäre sehr, sehr einfach gewesen für mich. Ich habe hier sogar viele Pokémon gar nicht eingesetzt. Was ich dir sagen wollte, und was ich euch vielleicht sagen wollte, wenn ihr den letzten Wi-Fi-Kampf noch nicht geguckt habt. Kennst du einen Movepool von Elevoltik? Also kennst du so einen, den du sagen würdest, oh, der ist gut mit dem ja, Item? Ich könnte es halt mit Starthilfe spielen. Ja. Life Orb, Kreuzi packst du drauf, ja. Stromstoß. Ja. Ich glaube, es kann sogar auch Erdbeben und Abschlag. Das wäre so mein Set, weil ich bin ein sehr großer Fan davon, immer in Elektroattacken damit reinzuwechseln. Init Boost und dann bist du da auf Elevoltik-Seite recht safe eigentlich, ne? Weil vieles auch für uns Spieler ist das ja schon zu leicht zu predikten, ne? Für uns. Wir wissen ja, dass Elevoltik Starthilfe kann, ne? Und dann denkst du dir so, oh, wenn Elevoltik im Spiel ist, dann setze ich keine Elektroattacke, sondern Erdbeben ein. Und dann sagt Elevoltik wegen der geringen physischen Verteidigung, sagt es oft mehr Winke-Winke, als einem lieb ist. Deswegen war mein Hintergrund gewesen, du wirst kaum glauben, wie ich spiele. Ich nehme Stromstoß, wie du. Ja. Ich nehme Erdbeben, auch wie du. Dann nehme ich Ice Heap. Ja. Wegen, vor allen Dingen wegen den Pflanzen-Pokémon, weil die ansonsten Elevoltik aufhalten können mit den beiden Moves, ne? Also, die Boden nicht sehr effektiv und Elektros auch nicht sehr effektiv, deswegen Ice Heap. Ja. Und die letzte Attacke, das ist die besondere Attacke, nämlich Plasmaschauer. Plasmaschauer, was ist das? Können ganz, ganz wenige Pokémon lernen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon mal gesagt, aber ich wollte es dir auch nochmal so vorstellen, was du davon hältst. Ich hab's mit Elisard kann man's einsetzen, mit Lantern, das habe ich ja selbst in der DPL, kann man auch Plasmaschauer spielen. Und hier Elevoltik kann das Plasmaschauer auch.
Hat eine Priorität von 1. Das ist schon mal das erste Positive. Ja, es hat eine Priorität. Das zweite Positive daran ist, alle Normalattacken werden in dieser Runde, wo Plasma Shower eingesetzt wird, zu Elektroattacken. Jetzt weiß ich schon, glaube ich, wo das Ganze natürlich drauf hinausläuft. Ja, ich habe so eine Vermutung, aber kläre mich weiter auf. Ja, so eine schöne Rückkehr von Relaxo auf Elevoltec, auf Plasmashower. Dann aktiviert sich Starthilfe. Elevoltec ist Adamant. Ja, es ist hart, ja, weil ich gehe immer davon aus, dass die Starthilfe aktiviert wird. Also es hat immer ein +1er. Also es funktioniert zwar nur einmal, aber dann hat es ein +1er Init-Boost, was ja super ist, ja. Und mit einem Life-Orb und dem Wesen kannst du halt ungemein bösartig zuschlagen, wenn du die drei Attacken hast, ne. Könntest zwar auch Abschlag spielen statt Ice Heap, aber ich habe halt gedacht, weißt du, wenn dann halt so ein blödes Pflanzen-Pokémon reinkommt, ist halt schon Amungus, scheiße. Etc., ne. Das würde das Ding halt draußen. Obwohl, was die wenigsten wissen, Elevoltec, wenn ich weiß jetzt nicht, wie die Fähigkeit heißt, aber das hat im Prinzip sowas wie Munterkeit, dass es nicht einschlafen kann. Ja, habe ich letztes Mal gespielt, aber ich muss sagen, das bringt auch nur was, wenn du weißt, wenn der Gegner wirklich Hutsasa dabei hat. Also wenn du weißt, dass er es dabei hat, wie in der DPL, ja, wenn du weißt, dass es dabei hat, ist vielleicht sogar manchmal sinnvoll, Munterkeit zu spielen, aber ansonsten würde ich eher davon abraten. Ich habe es selbst mal versucht, es war nicht gut gewesen. Also, ich würde es eher mit Starthilfe spielen. Starthilfe ist wusste cool. Ich gar nicht. Das ist echt ein guter Move. Plasma Shower ist ein guter Move, wobei du halt auch gut predikten musst. Ja, also wenn es schief läuft, kommt stattdessen von Taubos mit wegen Orkan. Ja, dann hast du natürlich ein Problem, weil das eine Flugattacke ist und Plasma Shower einfach nur Plasma Shower macht und es passiert nichts. Ja. Also gegen Sengo wäre es sehr nützlich gewesen, ne? Wegen Fassade eingesetzt hätte, ne? Also da wäre es sehr nützlich gewesen. Ansonsten denke ich jetzt eher, hätte es im Pacos Team eine geringere Rolle gespielt, aber Sengo ist ja leider ziemlich leichtsinnig. Also wäre Sengo noch ein bisschen besser reingekommen, hätte Paco wahrscheinlich das Game hier noch relativ safe spielen können, weil Fassade von Sengo ist einfach so beastmäßig, was da für Ich hätte nur noch X-Bad reinrufen können, das tendenziell schneller gewesen wäre. Oder Elevoltec halt mit dem Plasma-Shower dann. Das wären so die beiden Optionen gewesen dann. Also er hat relativ leichtsinnig hier gegen Florges verloren. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir hatten 3 Kämpfe zur Auswahl. Und alle 3 Kämpfe, die ich dir vorgestellt habe, mein lieber Yves, sind 5-0 oder 6-0 gegen Florges verloren. Ah, wow. Also, es war leider nicht der einzige Kampf, der heute so ausgegangen ist. Deswegen, meine Damen und Herren, liken und favorisieren nicht vergessen. Yves Kanal ist auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr gerne hier so Yves nochmal sehen wollt. Ich hoffe es doch, dann Schreibt es in die Kommentare rein. Schreibt es in die Kommentare rein. Ja, ihr wollt alle Yves sehen. Ja, dann machen wir Doppelfacecam. Doppelfacecam, ne? Ja. Und natürlich beste Abendbeleuchtung hier mit Rot und so. Ihr wisst Bescheid, ne? Läuft bei uns. Ja, läuft bei uns. So, jetzt läuft bei uns der Alkohol. Bei euch läuft hoffentlich die Cola. Ich sag hier an der Stelle, bis dann, servus und ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. Tschö. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Wi-Fi-Kampf hier. Hier habe ich auch nochmal 3 interessante Videos für euch. Ein Free-for-All, ein Wi-Fi-Battle und die zweite Season der DPL. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal draufklicken und ansehen. Falls ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr das tun mittels des Pokémon-Buttons. Denn Pokémon ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums.